Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich bin Battle Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Coole Aussicht. Ich will jetzt am liebsten deine Sicht sehen. Oh ja, das wird man sehen. Irgendwie gehe ich immer tiefer runter, auch noch habe ich so ein Gefühl. Also bei mir steckst du gerade zwischen unserem Lager mehr mit dem Unterkörper und so leicht mit dem Kopf in unserer Bude. Ja, geh mal nach oben. Ich sehe nämlich oben nur. Ich sehe die Perspektive oben nur. Ich stecke ja, sieht man mal, wie ich immer hier spawne in dem Spiel, aus irgendeinem Grund. Ja, siehst du mich? Ja, ich sehe dein Gesicht. Okay. Ey, blablabla. Bro. Einfach gecrouched, dann war ich unten. So. Good Raft. Wir sind hier wieder. Ich hab gerade meinen Bogen gezückt. Warum? Ja, ganz einfach so. Aus dem. So ganz fein aus dem Motto so. So. Mal sehen, ob es ihm auffällt, wenn ich jetzt gleich anfange, auf ihn zu schießen. Weil so. Die wäre es lustig. Ich brauche eine Angel. Ja. Brauchen einen Bolzen. Einer ist neu hier drin. Ich habe mir gerade einen gemacht und dann brauche ich Schrott. Und ich brauche Seile. Ich brauche drei Schrott. Ich mache mal Seile. Aus haben den noch Schrott? Blättern. Wir haben noch Schrott, okay. Gut. Haben wir schon mal eine Angel, weil wir wollen erstmal die Dinger hier verbrauchen, die Angelköder. Ich tue mal Seile für dich in die Kiste rein. Ich glaube irgendwie, wir wollen irgendwie auf Titanbahn hier versuchen hinzuarbeiten. Das ist nämlich etwas, was ich nämlich machen will. Ich will nämlich mal versuchen, das nächste Mal, wenn wir die Insel finden, noch tiefer zu tauchen. Ich habe mir nämlich dafür auch noch eine neue Sauerstoffflasche gemacht. So. Ich bin mir nämlich sicher, dass man Titan tatsächlich ganz tief findet. Aber auch ungebetene Gäste. Und damit meine ich nicht nur Haie. So, ich hab 10 Köder hier bei dir hier in die ganz rechte Truhe reingepackt. In die ganz rechte Truhe? Ja, und ich habe schon mal die anderen 10 genommen. Ich fang schon mal an. Die Truhe. Oh ne, warte mal, ich muss eigentlich. Truhe. Ich habe die Köder und dann gehen wir jetzt mal angeln. So. Warte, ich habe eine Idee. Mach ich gleich. Guck mal, was wir hier kriegen. Müssen wir gleich nochmal dahin gehen und die Fische eintauschen. Fallenschnapper. Weißt du, von wo ich angeln gehe? Von hier. Von dort. Moment mal, warum habe ich jetzt 2 Flaschen? Ich habe den perfekten Angelplatz hier. Der Wort funktioniert auch. Bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Moment. Ich habe einen Schlauch. Are you serious? Ich habe einen Schaumspucker gefangen. Wow! Cool! Was? Warte, ich suche mal auch einen besseren Platz. Ob ich wie ich von hier oben den Hai sehe. Schön. Ja, dann müssen wir gleich nochmal hoch und die eintauschen. Ne? Ich merke gerade, ich brauche was zu essen. Ja, ich brauche gleich was zu trinken und zu essen. Nein, nicht zu. Warte mal, ich höre wieder einen Vogel. Wo ist er? Kann ich den von hier oben? Cool. Wo ist er? Ich habe den gehört. Ich habe gerade den Bogen gezückt. Ich habe auch was gefangen. Oh, der Hähnchenkeule. Oh, lecker. Hähnchen. Natürlich bin ich erstmal wieder am Verhungern, bevor ich hier weitermachen kann. Ich werde erstmal was essen. So, weg damit. Jetzt nehme ich mir die Wasserbelohnen. So. So. Na hier, scheiß auf Essen. Erstmal nicht mal verdursten. Und jetzt gehe ich wieder auf die Farm drauf. Und ja, ich habe irgendwie mal nachgeguckt wegen dem Motor. Man braucht echt irgendwie, je nachdem wie viel Platten man hat, braucht man mehr Motoren. Also, so wie ich das höre, wenn man so ein halbwegs größeres Floß hat, dann ist es nicht unüblich, dass man hier mit, weil nicht
mit 3-4 Motoren, die er da rumsitzen muss. Ja, ja, ich würde einfach mal sagen, das lassen wir einfach mal bleiben. Wieso? Da sollten wir doch lieber das Segel einsetzen, weil dafür brauchen wir Planken einfach viel zu häufig. Ah. Auch mal für einen Motor. Kriegen wir bestimmt zusammen. Ich habe einen Pufferlist gefangen. Hm. Ja, wir kriegen ein paar bessere Fische, weil bessere Köder sind. Ah, scheiße. Müssen wir gleich noch eintauschen, die Fische. Hm. Weiß jetzt nicht mehr, wo der Dings war. Ich habe einen Schauspucker gefangen. Ein Pufferlisk. Ja, den habe ich auch vorhin gefangen. Hm. Ein Pufferlisk. Ich hoffe, ich sehe hier keine Differenzen. Wir schauen hier niemanden an, ne? Ja. Erinnert an eine Meereskreatur. Kann man die überhaupt alle braten und so? Woher soll ich das wissen? Die kann man auch, wir sammeln nicht. Die doch. Ja, wir müssen die erstmal eintauschen, ja. Ja, wir wollen die doch erstmal eintauschen. Wir könnten ja auch an die Wände packen. Ja, könnten wir tun. Wenn wir halt auf maximal sind. Ja. Und wir sie dann auch nicht mehr brauchen. Ja. Dann können wir sie an die Wand packen. Dann habe ich da kein Problem mit. Erstmal brauchen wir irgendwie 2000 Punkte oder irgendwie so weit war das, glaube ich. Ja, komm, wir geben doch hier unser Bestes. So, ich habe all meine Köder weg. Ich glaube, ich habe, glaube ich, noch ein paar. So, guck mal, wie viele Gemüsesuppen da sind. Nom, nom, nom. Ich habe noch 2 Köder übrig. So. Dann geben wir die gleich abgeben. Dann können wir eigentlich wieder weiter, ne? Weil wir müssen mal wieder einen nächsten Handelsposten finden. Ich habe nämlich tatsächlich vorgehabt, eine etwas anderes zu finden als nur eine Insel. Ich will nämlich noch tiefer ins Meer gehen. Alles klar. Ach, wir haben nur 2 Palmblätter. Ich habe alle Palmblätter benutzt, um Seile zu machen. Ich pack mal 40 Steine hier in die Müllpresse. So. Huah. Schade. Für Planken haben wir eine Menge. Lass mal. Ich hab so wirklich so ein. Na hier, Rang 2. Ein C könnte fehlen, wenn du nicht aufpasst. Bei dem Fallenschnapper. So. Erinnert an eine andere Meereskreatur. Du kannst mir ja die Fische alle geben, dann kann ich kurz zum Dings rennen und die eintauschen, dann können wir gleich weiter. Ja. Da sind 2. Ich habe die doch beide schon getötet. What? Der ist bei mir noch am Headbang. Jetzt nicht mehr. Ja. Warte, ich leg dir die Fische eben in die Truhe. Und zwar in diese hier. So. Oh Gott. So. Ja, kannst du rausnehmen. Die Schaufel sieht aus, als wäre die Blut bespritzt, ey. So. Haben wir noch 3 verschiedene Fische hier gefunden. Ja. Hey. So. Hey, besser 3 als keine. Ja. Na, musst du positiv sehen, Bro. Haben wir noch irgendwas zu essen? Ich nehme meine Gemüse. Ich wollte nur eine nehmen. Ja. Nimm einfach die Gemüsesuppe. So. Gucken wir mal, wo das Ding noch ist. Dann tausche ich das ein. Da können wir wieder los. Mhm. Da können wir wieder bei das Schiff schleppen. Kannst kaum erwarten, das Schiff schon wieder zu sehen. Willst du nur wieder das Schiff sehen? Ja. Das ist mittlerweile gehört es zu deinen besten Freunden. Ich glaube, ich habe zu viele Flaschen gemacht. Na, du musst dir den Sauerstofftank machen, nehme ich an. Ich habe den Sauerstofftank ja schon, aber ich habe jetzt aber auch 2 Flaschen. So, hier ist der Handelsposten. Guck mal, wie viele Punkte wir kriegen. Ich muss mich jetzt hier erstmal. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Tiere. Wir haben 400 von 300. Wenn ich die jetzt alle verkaufe, dann haben wir. Dann haben wir
Okay, was, 2400 von 300, 3000. Okay, das könnte vielleicht schneller gehen, als wir dachten. Ja, und eine Stelle steht fest, die Tiere sind ganz schön gierig. Hey, hier ist auch noch ein Dodo, sehe ich gerade. So. Nein, ich komme jetzt nicht wieder auf die Insel. Also, wir wollen nur 600 Punkte. Okay. Er ging relativ schnell. Das heißt, beim nächsten Besuch kriegen wir das schon hin. So, jetzt schneide ich erstmal den Lamas. Machst das Fell ab. Nehme ich die Eier mit. Sind da noch Beeren überall? Das war nicht, wofür wir die brauchen. So, wenn ich jetzt wüsste, wo das Floß ist, dann würde ich sofort zurückkommen. Aber es ist jetzt so dunkel. Und ich sehe es nicht. Es ist dunkel. Ich will noch so viele Beeren. So viele Beeren. Das ist ein Floß. Oh Gott, ich sehe nichts. Da ist es. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Das ist unsere Festung. Ja, dann können wir eigentlich wieder weiter. Ja, dann setz mal das Segel. Ja, ich kümmere mich hier eben um Essen. So. Alles klar, das Schiff hinter die Felsen. Das Schiff hinter die Felsen. Wirklich. Ja, komm, ja. Nach rechts, komm. Noch ein Stück. 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 Der Fluss ist zu breit. Okay. Ist hier irgendwo Loot, dann steuere ich auf Loot zu. So, Oh, das Teil braucht Wasser. Also egal, wo wir hingehen. So, andere Richtung. Okay, irgendwie geht's nicht da lang, dann gehen wir mal da lang. Hilfe, Hilfe, die Festung schwankt. Warum schwankt die so übelst hart? Weiß nicht. Bewegt sich hier gerade nicht. Los, geht irgendwo lang. Also ich versuche hier in Ruhe die Pflanzen zu gießen. Was machst du? Okay, wir bewegen uns, Gott sei Dank. So. Boah, wir bewegen uns. Ja. So, dann haben wir einen Würfel. So, wir haben 25 von diesen Münzen. Boah. Boah, Hähnchenschenkel, tasty. Wenn irgendwo tasty. Platz. Nein, ich wollte hier Ananas irgendwo hin pflanzen. Tasty. So. Kann ich auch Essen da reinpacken? Ich glaube nicht, ne? Was? In die Presse, weil wir haben so viele Kartoffeln und so. Rohmaterialien. Naja, das ist eine rohe Kartoffel. Klappt nicht. Funktioniert nicht? Nee. Schade. Na hier, ich zück jetzt was raus. Willst du eine Rübe? Nein. Ist eine Rübe. Was? Kommen wir an Loot vorbei, wir kommen an Loot vorbei, jawohl. Loot! Denn wie wir alle wissen, der Loot. Dann mache ich dann immer noch Kartoffeln. Guck mal da, wir steuern auf eine kleine Insel zu. Die Kartoffelbox ist schon wieder voll. Was soll ich denn jetzt mit der Kartoffel? Ich kümmere mich schon bald um eine neue Essensbox. So. Schon mal die Heilsalbe auch rein. So. Okay. Daniro. Was ist? Wir steuern auf eine Insel zu. Gut. Eine kleine. Schlecht. Und mein Haken ist kaputt.
Gut, wir sammeln den Loot auf der Insel ein. Ja, und zum anderen Essen ist fertig. Jawohl. Und die Bäume sind auffällig. Cool. Müssen wir nochmal so eine Dings da eben bauen. Platz haben. Dann haben wir unser Plankenproblem für immer gelöst. Ja. Erstmal Lichti, werfe ich den Anker. Wir sind da. Oh cool, ich habe einen Stein. Ich habe einen Stein gefunden. So. Da gehe ich mal eben auf die Insel rauf und guck mal, was ich da so abgrasen kann. Da ist ein Fass einfach so am Liegen. Am Schwimmen meine ich. Ah. Was ist los? Ja, eine Sekunde hier im Wasser, dann kommt schon wieder der blöde. Dieser blöde Hai, ne? Ja. Dieser doofe Hai kommt dann schon wieder. Wow. Diese Insel hat sich immer mal so überhaupt nicht gelohnt. Sorry, doch, Leon. Großen, die brauchen wir. Ich dachte, hier wären zumindest Bäume oder so. Aber hier ist ja gar nichts. Bäume haben wir hier. Oh Mann, ey. Bäume haben wir mehr als genug hier auf unserem Floß. Mein Gott. Okay. Hey, wo steckst du? Steuere. Ja, du musst das Segel ändern, damit wir jetzt gleich nicht gegen den Stein knallen. Nein, beziehungsweise drehen wir noch mal nochmal nach rechts. Dreh nach rechts! Ich drehe nach rechts. Wey. Einfach ziellos irgendwo hin. Ja. Denn wir sind die Einsamen. Man, wir haben nur ein Zuhause und das ist das Meer. So. Wir müssen dem Meer Respekt zollen und sonstigen Schwachsinn machen. Mir ist gerade nichts Cooleres eingefallen. Und deswegen Meer, wenn du das hier siehst, nimm diesen Stein. Meinst du, das Meer hat es gehört? Nicht den Stein, Mann. So. Ah. Vier große Anlaufflächen, damit ihr wohl reichen. Ja. So. Unser Plankenproblem ist hiermit gelöst. Ey, und wir haben Glas. Irgendwas wollte ich noch gemacht haben. Ah, genau, stimmt. Ich wollte mir noch einen Haken machen. Die Haken. Yeah, so wenn ihr schafft. Das einzige, was du noch bemerkst, ist der Geruch von Mayonnaise. Ja! Also so. Möchtest du in der Thunfischdose enden? Nein. Ich auch nicht. So, ich mach uns mal hier Suppen. Wie blöde. Ja, machen wir mal Suppen, weil da sonst einen anderen Zweck erfüllen die Kartoffeln ja auch irgendwie nicht mehr. Ja. Ich kümmere mich jetzt mal um die Tiere. Hallöchen! Ihr habt schon wieder alles weggefressen, ey! Ey, die kann man ja wirklich mal keine Minute alleine lassen, ohne dass sie gleich die das alles hier wegfressen. Ich bin mir sicher, dass Gary einer derjenigen ist, der am meisten hier frisst. Ja, ich schaue gerade dich an. An junger Mann.
Ja, und weißt du, warum ich den hier gerade anschaue? Weil derjenige ist, den wir noch nicht scheren können. Meinst du, ich bin zu gemein? Ach, was? Na, wollte ich schon sagen. Die werden es überleben. Ich werde hier noch einen zweiten Reiniger hinstellen. Damit ich auch, mich hier nicht so häufig hin und her rennen muss. Deswegen. Wo ist das Glas? Das Glas ist hier drin. Schon da. Brauche ich Kunststoff und Planken. Oh, hier geblieben. Zeugs. So, habe ich noch einen Reiniger. Den fülle ich jetzt neu eben hier mit Salzwasser. Alter! Bleibst du hier? Und da noch eine kleine Insel. Weiß nicht, ob das was Wichtiges war. So. Okay, man kann immer noch da reinfallen. Das gefällt mir gar nicht. Kann doch irgendwie ersetzen, oder? Nee. Sind wir irgendwie auf Kurs oder sowas in der Art? Nee. Wir gehen einfach random und wohin. Ausgezeichnet. Weitermachen. Ich weiß ja nicht, weil der mal Kurs ist. Na, landen wir hier schon wieder beim Schiff. Müsste mal hier was ausprobieren. Das ist eine Kiste. Warum ist hier eine Kiste? Okay. Ich habe eine leere Kiste gefunden. Ich packe die ja beim Essen in. Bei der Essenskiste. Ja, gut. Oh, irgendwann müssen wir jetzt mal nicht die Pflanzen gießen. Alter, dieser Hai, der schwimmt gerade durch unser Floß durch. Das macht mich ein bisschen sauer. Und damit meine ich nicht süß-sauer, sondern einfach nur sauer. Ja, ich hatte nämlich gestern tatsächlich noch Asia-Essen gehabt. Oh, nice. So. Wie gesagt, wenn wir die nächste Insel erreichen, will ich mal richtig tief in den Meeresgrund gehen. Mach das. Du wirst mich dabei begleiten. Ich kann aber nicht so lange runter. Dann bau dir eine Sauerstoffflasche, geht ganz einfach. Ach, warte. Warum ist denn hier Glas drin? Glas kann man nicht essen. Natürlich kann man Glas nicht essen. Es ist genauso wie das Mayonnaise kein Instrument ist. Da, bum, 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 bum. Nein, Janiro. Oh, Mayonnaise ist kein Instrument. So, diesmal.
Machen wir das hier ein bisschen cleverer. Ah, okay, wir haben hier noch. Wo sind hier die? Wir brauchen unbedingt mehr Schrott. Ja. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Rüben malen. Boah, Alter, ich hab einfach mal 60 Rohrrüben, ey. Nee. Halt will ich ja. Ich weiß gar nicht wohin damit. Was? Oh ja. Nom. Schrott ausgeschrieben. Hast du schon wieder einen Headbanger-Vogel getroffen? Nee. Wie schade. So. Presse ist schon wieder leer. Oh, noch hier die Würfelchen. Wir haben nur 7. Ja. Auch mehr. Wir haben nur 7. Oh, Zeug. Oh. Was für ein regnerischer Tag. So viel Zeug, das wir hier bekommen hier. Palmblätter, Steine. Beim Blätter bauen wir langsam mal wieder. Wir uns ja auch langsam aus, wenn das so weitergeht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das letzte Verbrauch brauche ich gerade nicht. So. Also viel Zeugs hier. Ich habe doch gerade hier alles geleert. Ist schon wieder alles voll in den. Ist doch gut, wenn hier alles voll ist. Ich weiß gar nicht, was du hast. Bist nur am Meckern. So. Wollte schon sagen, warum geht dann halt wieder nicht. So. Ich glaube, René hat ein Ei gelegt. War schon 7 Suppen hier. In unserem Lager. Und da ist eine große Insel. Wir steuern auf eine große Insel. Große Insel. Ja. Gezeichnet. Jetzt kommt es, ist dieselbe Insel. Also das ist ein Geier, also selbst wenn das dieselbe Insel ist, das ist wieder alles neu gespawnt. Wow. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, ne? Damit wir hier wieder Köder und so weiter haben. Ja. Aber wie gesagt, ich will dieses Mal auch noch tiefer in den Meeresgrund gehen. Mach das. Ja, mache ich auch. Das mache ich auch. Aber erstmal werde ich diese ganzen gegarten Rüben hier nehmen. Und diese ganzen gegarten Rüben werde ich alle alleine essen. Da kannst du auch nebenbei ein bisschen Schrott mitbringen, weil das brauchen wir unbedingt mal langsam. Sehe ich aus wie die Wohlfahrt? Gut, dann sammle ich eben den Schrott. Nein, war ein Witz. Ich kann nicht das machen. Ah. Man weiß doch, ich mache das nur, um dich zu ärgern. Ah, komm, du schon wieder weg. So. Steuern wir die Insel noch an? Gut. Ja, wir steuern. Ich glaube ja. Das ist schon oft passiert, dass wir irgendwie aus den Augen verloren haben, aus irgendeinem Grund, wie auch immer. Warum habe ich überhaupt so viel Kunststoff bei mir? So, blub. Und das noch Glas. Ich muss jetzt erstmal wieder mein Inventar leeren. Und oh mein Gott, hier ist so viel Loot drin. So, da sehe ich schon den Geier übrigens. Oder sollen wir erst den Geier erledigen? Ja, sowieso. Ja, klar. Erstmal muss ich hier das ganze Zeug wieder loswerden. Ja, okay, das waren Seile. Okay, ich merke halt, man kann nur 5 Suppen aufeinander stapeln. Das ist scheiße. Ja. Ich nehme mal 5 mit jetzt. Ist mein Essensbedarf gecovert für eine Weile.
Hm. Ich hab ja auch noch die Kopfbrühe und das Pilzomelett. Kopfsuppe. So, haben wir noch irgendwie Möbel? Nö, haben wir nicht. So, wir sind gleich da. Oh. Ja, ich hab auch gleich alles geleert. Du kannst ja mal gucken. Hier, oh mein Gott, ich hab gerade hier alles geleert und schon ist hier wieder was drin. Ja. Alter, das ist eine Rieseninsel, die ist riesig. Hast du gesehen, wie riesig die ist? Ja. Die war so groß, war die. Dann nehme ich mal die. Ach, bauen wir nochmal, wir bauen die. Bauen wir nur Müllwürfel und da. Müllwürfel. Müllwürfel und vielleicht auch die Münzen. Ja, ich nehme die mal alle mit. Soll ich Anker lichten? Wenn wir nah genug dran sind. Also, ich würde einfach mal sagen, ja, wir sind nah genug dran. Hey, haben vielleicht noch ein kleines bisschen zu schwimmen, aber das geht schon. Ja. Ein bisschen nass machen, das gehört dazu. Oh mein Gott, haben wir viel Kunststoff. Ja, hier sind noch Planken. So, und hoffentlich kriegen wir das hier heute noch erledigt, wenn es so weitergeht mit den Titanbahnen. Ich glaube, so wäre nämlich der nächste Milestone irgendwie, was wir ja gerade noch erreichen können. So, ich trinke mal eine. So, erstmal schlafen gehen. So, ich habe die wieder aufgefüllt. Ich komm. Willst du noch eine Abendsuppe? Nein. Hau ab. So. So, ich lande schon wieder oben. Hey, sei froh, du landest nicht im Wasser. Ich bin immer zu hoch oder zu tief. Man muss das positiv sehen, mein Bester. Positiv sehen. Weil du hast ja so Lederrüstung und so was, Eisen, ne? Die habe ich verloren. Nein. Verloren, aber die habe ich doch auch schon beim letzten Mal verloren. So. So. Sollst du da reinpacken, Mann? So. Ich habe keine Rüben mehr. Dankt. Rüben. Und ich brauche Suppen. Nehmen wir mal zwei mit. Also machen wir mehr als genug jetzt. Aber warte, ich habe noch zwei Eier. Schön mit Schale. Ja. Wo steckst du? Ach, oh mein Gott, du stehst direkt neben mir. So. Boom. Ich habe 5 Suppen. Ich nehme mir noch was zu trinken mit. Ja, trinken habe ich jetzt auch maximal mitgenommen. Meine Angel brauche ich eigentlich nicht, aber was soll's. Aber ich nehme noch dieses Fass hier mit. Weiß nicht, ob ich eine Axt noch brauche. Da brauche ich ja Schrott. Ich muss Schrott sammeln ja gleich. So. Ich sehe keinen Hai tatsächlich. Das ist seltsam. Na gut, dann mach du dein Unterwasserabenteuer. Ich gehe mal da hoch, versuch den Posten zu finden, was weiß ich nicht alles. Ich sagte gerade, ich sehe kein Hai und was kommt da genau auf mich zu? Ein Hai. Ja. Scheiß Hai. Huppa. Dusch. Meinst du wirklich, dass du in der Lage bist, den Screecher allein zu erledigen? Oder nicht? Nicht, vergiss nicht, weil wenn ich jetzt gleich mein Unterwasserabenteuer mache, kann ich dir nicht helfen. Ich versuche dir mal aus dem Weg zu gehen. Ich will erst meinen Handelsposten hier finden. Oh, da ist er. Ist direkt hier. Lol, okay. Aber. Ja, da ist doch bestimmt ein Warzenschwein hier in der Nähe, oder? Da ist doch immer irgendwo in der Nähe. Deshalb muss ich diesen Hai hier erledigen. Und zwar, weißt du warum? Damit der aufhört mich zu nerven, wenn ich gleich noch tiefer runtergehe. Na, ist halt Warzenschwein. Ich bin gleich tot. Warum bin ich gleich tot? Gut, ich nehme mir die Heilsalbe raus. Also ich wollte die eigentlich nicht einsetzen. Das Schwein, lass mich in Ruhe. Oh, es ist tot.
Oh, 10 Martox. Achievement. Yeah, Achievements. Man, so. Wir mögen Achievements. Wo ist dieser verfickte Hai? Wo ist er? So, können wir die Dinger hier holen jetzt wieder? Ja, dafür brauchen wir Müllwürfel. Warte mal, wie viel brauchen wir? Insgesamt. Ich habe mir mal 2 erstmal geholt. Und dann mache ich natürlich erstmal angeln wieder. Wo ist meine Angel da? Ich versuche, wenn ich gleich tiefer runtergehe, auch noch so viel Schrott wie möglich mitzunehmen. Mach das bitte. Wir haben fast gar nichts. Aber so. Erstmal muss ich diesen Hai hier mitnehmen. Nehme ich nenne ihn Willi. So. Ich so. Erstmal gemütlich angeln. So. Okay. Dann wollen wir mal. Was denn, wo genau du dahin musst oder so? Ne, ich will einfach nur noch tiefer runtergehen. Hey, dafür würde doch die Sauerstoffflasche nicht reichen. Ich werde sowieso absaufen. Ich weiß nicht, ob du überall runtergehen kannst. Ja. So, oh Gott, das Wasser ist gerade bei mir stehen geblieben. In der Zeit festgehalten. Oh, look at this. Da haben wir schon eine Kiste. Dun, 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 dun. Ah, oh Gott. Wo ist mein Bogen? Außer du bist ja voller AP oder irgendwie so, weil ich weiß nicht, wo du bist, ne? Wenn du irgendwie absäufst oder stirbst da unten. Also komm gefälligst nach oben, wenn du irgendwie wenig HP hast oder irgendwie sowas. Ja, ich muss hier eben den Pufferfisch hier mitnehmen. Oder nimm Heilsalben mit oder so. Ich habe hier, glaube ich, in die Essensbox gepackt, meine. Ich hab die beiden Beine schon benutzt, weil ich tatsächlich schon angeknuspert worden bin. Ganz schlimm. Wollen wir mehr erstellen. Oder bestimmt Material. Dafür brauchen wir ja Eier und irgendwas anderes, glaube ich. Eier und Ton. Ja, mal doch. Ja. Beides farmable. Und ich tue jetzt meinen letzten Köder hier verbrauchen. Dann haben wir gleich genug Punkte. So. Alter, hier ist viel Metallerz. So, du. Nur bei einigen du. Mehr. Ja, genau, du. 2, 3, 4. Sollte man aber vielleicht von einigen noch übrig haben. Und wir haben jetzt Rang 3. Hey, Expert Merchant. Warum ist das noch rot? Jetzt das. Warte mal hier. Was haben wir hier? Titanerz. Soll ich dann ein Surfbrett? Was hat der Bauplan? Feldflasche. Ich glaube, damit können wir noch mehr Wasser mitnehmen. Soll ich mal Titanerz 3 Stück holen? Machen wir 3 Müllwürfel. Dann gehe ich da doch direkt, erkunden. Dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwas machen können. Müssen wir wahrscheinlich erstmal schmelzen wieder, ne? Na gut, da müssen wir mal irgendwie versuchen, ja mehr Sachen hier in das Ding reinzupacken für mehr Müllwürfel. Ich glaube, wir müssen erstmal eine Weile hier auf die Insel bleiben. Für eine Weile. Ja. Und Müllwürfel und so weiter. Da ist der Hai ist bei mir. Warum ist er bei mir? So. Kann ich da Titan? Wie tief kann ich gehen? So, das Titanerz kann ich nicht erforschen, muss ich wahrscheinlich erstmal schmelzen. Ne? So, Titanerz platzieren. Machen wir mal. Ja. Dann warte ich mal kurz hier. Ist da eine Planke drin? Ja. Na, da ist wieder ein Müllwürfel. Oh, hier ist nichts. Damn.
Sam, oh fuck. 3. Für eine Feldflasche brauchen wir 8 Müllwürfel. 8 Müllwürfel? Ja. Ich versuche gerade irgendwas zu finden, was wir hier reinballern können. Ich muss auftauchen. Ich glaube, Kunststoff haben wir mehr als genug. 20. Ja. Ich glaube, die Batterie reicht aber nicht mehr. Alter, warum? Alter, wie tief bin ich runtergegangen? Hast du was gefunden? Nee, leider nicht. Ich glaube. Ich glaube, damit man da überhaupt richtig runtergehen kann, ich glaube, da braucht man sogar noch was Besseres als nur eine Sauerstoffflasche. Warst du noch gar nicht ganz unten? Nee, ich komme auch gar nicht bis ganz nach unten. Die Luft wird mir ausgehen. Na, mein Gott, dauert lange. Aber ich habe da unten schon eine Kiste gefunden. Und noch ein bisschen Kupfer. Mein Gott, was ist das? Da. Stimmt, ich muss mich auch noch um Schrott kümmern. Na? So. Zwei dicke Steaks hier wieder. Ah. So. Oh nein, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Aua! Okay, Titanmahlen dauern ganz schön lange, bis sie geschmolzen werden. Wir haben einen Titanbarren, den werde ich jetzt erforschen. Und dann haben wir Boom. Was haben wir? Fortgeschrittenes Sammelnetz. Das ist das Einzige, was wir lernen können. Wirklich? Boah. Zeig mal. Sammelnetze. Ja, natürlich brauchen wir dafür 4 Titanbarren. Ja, sicher. Wo sollen wir die jetzt herkriegen? Wenn nicht stehlen. Ja, also ich habe noch 2, also einer mit. Was war's? Wir müssen mal mehr von diesen Würfeln hier farmen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Titanerz auch finden können. Nur wir müssen irgendwie einen Weg finden, damit wir ganz lange unter Wasser bleiben können. Gab's nicht irgendwie einen Smoothie, der uns hilft, dass wir länger atmen können? Puh, keine Ahnung. Ja, ich meine schon. So, ja toll, wo sollen wir jetzt mit denen hin? Kann man den braten? Den Schnapper? Kann man gar nicht. Was? Wir können den Fisch gar nicht essen. Wir können den Fisch gar nicht essen? Nee. Was ist das denn für eine Scheiße? Versucht Fische sind auch dazu da, um gefangen zu werden und entweder freigelassen zu werden oder sie zu essen. Shit. Du Dreckshai, komm her. Ich versuch den auch aufzuhängen, ging auch nicht. Was sollen wir denn dann damit? Oder nicht. So. Hey, ich hab mal ein bisschen. Hey, hier ist noch Ton. Oh, aber es gibt gezeichnet. Säule Sand. Haben wir nicht. Schrott haben wir nicht. Glas. Bolzen, weg damit. Wir brauchen 4 Würfel für so eine. Ich guck mal, was der Shop noch so zur Auswahl hat. Ja. Ich guck mal, was ich hier noch so kriegen kann. Außer nur ein paar blöde Steine. Na, tu ich mal ein bisschen Schutz. Es regnet hier unter Wasser. Wie ist das möglich? So, ich sammle jetzt einfach alles ein, was ich hier unten finde, unter Wasser. Tu ich auch. Jeden Schrott. Und den Schrott. Und noch mehr Schrott. Hast du denn irgendwie so einen Punkt irgendwie, wo du irgendwie so sehen könntest, da unten könnte was sein, wenn man da tiefer taucht, oder?
Es gibt wohl irgendwie, was ich noch gesehen habe, man kann sich irgendwie einen Metalldetektor machen, nur ich weiß nicht wie. Hm. Hey, der könnte halt helfen, um Titanerz oder Eisenerz abzubauen. Damit Titanerze hier nur für Dingens da sind, ist das ja auch nicht so dolle. Wir sammeln jetzt. Ja, irgendwie nicht. Es muss dafür noch mehr geben. Ja, ich habe gedacht, wir kriegen jetzt irgendwie so einen ganzen Haufen von neuen Rezepten, was wir damit machen können. Ja, wie zum Beispiel den Titanrüstung. Ja, aber wenn wir uns nur so eine Titanrüstung machen, was würde uns das nützen? Außer dass wir geschützt sind. Denn ich glaube nicht, dass wir dann in der Lage sind, noch zu schwimmen. Du weißt, wie ich es meine, ne? Wir laufen einfach unter Wasser. Wir Terminator. Ich hätte da an was anderes gedacht, aber okay. Aber jetzt Mario. Ja. Kann er ja auch. Auch da, Titanenbarren. Machen und ich habe keinen Platz mehr. Wie Titanenbarren hast du gefunden? Oder was? Nein, fertig. Da kommt schon das nächste Warzenschwein wieder. Ich tue sie hier schon mal in die Kiste rein. Wo bist du? Da bist du. Ich bin auf dem Floß. Nein, da warten Schweine, habe ich angreift. Ach so. So, das ist doch gleich. Ich habe übrigens auch ein bisschen Metallerz gefunden. Mehr Stück. So. Mein Gott, eine zweite Warzenschwein, was ich heute schon erledigt habe. Also. Hör mal, ich habe heute schon den zweiten Hai erledigt und einen Pufferfisch. So, was haben wir jetzt hier neu im Handelsposten? Nicht runterfallen. Runterfallen? So, oh, Melonen. Nom, nom. Nom. Oh fuck, ich verhungere. Ja, weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du? Ich werde Haifleisch platzieren. Eine ganze Menge. Ein ganzer Haufen. So, was können wir denn hier noch gebrauchen? Kühlschrank, lange Zugbrücke. Surfbrett, Wikingerohren. Trading Post Kassette. Was ist das denn? Detailplanke, Taucherhelm. Oh, Taucherhelm. Das könnte uns helfen. Solange er nicht kaputt geht, ne? Hm. Eine Fellflasche haben wir hier noch. Für Taucherhelm haben wir noch zwei Würfel. Ich kann mich mal eben nochmal um die Tiere kümmern. Haben wir irgendwann auf Rang 2 noch. Anbauflächen, Seemannsmütze. Surfbrett, jemand hatte Pech. Hä? Warum steht da, jemand hatte Pech? Oh, das ist ja nur Schrott. Hallöchen. Na gut. Direkt unter der Farm haben wir ja noch Schrott gewesen. Die sind ausgezeichnet. Das ist ein Geier, der hat mich gar nicht angegriffen bisher. Nicht? Nee. Du weißt gar nicht, dass ich hier bin. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hat er irgendwie gerochen, dass der Master hier ist. Oh Gott, ich bin ganz voll. Ich muss aufs Los. Ich will jetzt gerade nach oben gehen, aber ich bin sowas von voll. Mein Haken ist auch gleich kaputt, zum Glück habe ich noch einen dabei. So, ich brauche jetzt auch erstmal hier was zu essen. Deswegen nehme ich jetzt die ganzen Eisstücke. Blödes Viech. Blödes Vieh? Welches blöde Vieh war's? Ja, war es? Schon wieder der böse Hai. Ich habe doch gerade zwei seiner Brüder getötet. Oh Gott. Nicht angreifen bitte, ich bin fast tot. So. Hast du es geschafft? Ja. Ich bin so stolz auf dich. So, ich muss wieder erstmal alles hier leeren.
Ja, das soll ich auch machen. Brauchst du was zu essen? Nö. Okay. Ich habe es dir angeboten. Und das ist das, was zählt. Warum sind hier Rüben drin? Weiß ich auch nicht. Hast du doch da einfach reingelegt. Gib's doch zu. Gib's doch zu, du Lümmel. Okay. Noch ein Würfel. Nein, vergeht da jemand. So. Rein mit dem Schrott. Rein mit den Haiköpfen. Alter, da sind 30 Haiköpfe drin. explosives Pulver und Metallbarren. So, was ist das? Ach so, Ton. Oh mein Gott. Hier, Titanbarren. Unglaublich schwer. Wenn er jetzt noch unglaublich nützlich wäre. Ja, das wäre natürlich noch sehr viel besser. Mist, wo ist mein explosives Pulver? Da ist es. Müsste mir, glaube ich, auch irgendwann mal neue Munition machen. Mann, ich habe nämlich nur noch einen Schuss. Ja, noch genug. Ja, ich habe ja auch gerade noch einen Pufferfisch erledigt. Hast du die Titanbahn? Ja. Dann muss ich noch die Seile und den Schrott loswerden. Seile. Schrott. Ist alles klar. Sehe ich noch die Metallerz ab. Wir brauchen mehr Rohmaterial für die Würfel. Du Stück, wow. Finger weg von unserem Floß. Wow, und meine Sauerstoffflasche ist so gut wie hinüber. Wer rechnet denn mit sowas? Einfach scheiße. Deswegen mache ich mir halt gar nicht, wenn er zu schnell kaputt geht. Über Taucher immer schon genau gleich. Darauf muss ich erstmal hier ein paar Wassermelonen fressen. Nein, aber hier, Danilo. Was? Hier. Willst du ein Omelette? Er sah aus wieder wie ein Kuchen. Ja, willst du einen Kuchen? Nein, geh weg. Warum? Warum willst du denn keinen Kuchen? Kuchen ist super. Wir haben Schnitzel. Was? Aua! Ich klatsche einfach den Schnitzel. Na warte, ich stoche dich jetzt ab. Also hier, ich hau dir ein paar in die Fresse, du. Ich hau dir einfach Schnitzel gegen das Gesicht, dann klebt er dann ja dran. Das ist wie so ein Charakter aus One Piece, ey. Ja. Da gab's auch einen Charakter, der hat immer einen Schnitzel irgendwie an seiner Backe kleben gehabt. Ich gebe dir gleich die fischige Flosse. Oh Gott, so viele Planken. Aber weißt du, was ich mache? Ich werde mir mal neue Munition machen. Und dafür Steine und Seile. So. Und natürlich das Pulver. Mein Gott, fast all meine Sachen sind hier am kaputt gehen. Axt, Schrott, Bolzen. Okay, ich kann noch. Warte, oder habe ich noch, sind da noch viele Palmblätter? Okay, da sind noch genügend Palmblätter. Bolzen aber noch, ja. Metallaxt auf Standby. So, ich habe jetzt alle Palmblätter zu Seilen gemacht. Habe ich Schnauze voll hier. So, Netzwerf. Netzwerfkanister, warmes. Mal noch genug hiervon. Na gut. So, ich brauche noch mehr Steine. Oh, keine Seile mehr übrig. Ich habe jetzt 7 Schuss wieder. Du hast gerade welche hergestellt. Ja, habe ich doch. Und sagst du, ja, so. Wir haben keine. Also wir haben keine Seile mehr, also beziehungsweise nicht mehr genug. Wir haben jetzt noch insgesamt so viele Palmenblätter, dass wir daraus uns nur noch ein Seil machen können.
Tu mal ein paar Sachen in die Presse reinpacken. Ich hab im Moment nichts. Ja, wir haben doch Planken wie blöde oder irgendwie sowas. Nein, bin doch nicht bescheuert. Ich tue doch nicht die Planken rein. Ich bin doch nicht blöd, bin doch nicht Mediamarkt. Wir haben doch mehr als genug mittlerweile. Nein. Na, guck mal da, hier, das Fleisch wird nicht fertig, weil da keine Planken drauf sind. Ja. So, auf zur Insel. Bin gerade, weil ich habe ein paar Farben wieder. Ist schon auf der Insel? Ja. Oh. Hier schon wieder eine Höhle. Ja. Ich habe keine Schaufel. Muss auch mal wieder hier anfangen, ein paar Bäume zu fällen. Und ich sehe einen Screecher da oben. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Hey, ausgezeichnet. Geh mal in die Höhle rein, da ist immer eine Kiste. Ja, nimm's mit, nimm alles mit, was du findest. Ja, wir brauchen ja alle, Rohmaterialien mittlerweile. So, ich finde ja keine Kiste. Okay. Hast du den Dreck eingesammelt, den Schmutz? Nein, ich bin doch gerade erst hier hingekommen. Ja, ist der. Und jetzt habe ich den Screecher gehört. Ach, hier oben geht's wieder rein. Hier geht's noch nach oben. Hier gibt's Pilze. Wahrscheinlich irgendwo wieder eine Truhe, oder? Nö, immer noch nicht. Schmutz und Stein. Hier geht's ja noch mal nach oben. Alter, was ist das für eine Höhle? Die geht sogar da draußen. Wo ist er? Wow, da habe ich ihn gehört. Wo ist er? Ich höre ihn die ganze Zeit, aber ich. Der ist über uns. Ja. Sag ich doch. Gefallen. War so runtergefallen? Ja. Alter. Ah! Da ist aua. Er. Au, das tat weh. Scheiß Screecher, ey, der macht mich jetzt schon wahnsinnig. Wie komme ich denn da hoch? Ja, aus der Höhle hinaus, an der Seite entlang. Let's go. Weil kann man hochklettern. Oh, ich glaube, das war Treffer. Oh mein Gott, ich glaube, das war. Aua. Ich komme da hoch. Ich komme da hoch. Ich bin jetzt auch hier oben. Ich muss mir eben Schutz suchen. Ah, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Hier ist wieder eine Ziege. Ja, ja, scheiß auf die Ziege. Ja, brauchen wir nicht. Besser. Der Flug gerade hat er über mich drüber. Ich bin so weit oben wie möglich. Ich müsste ihn eigentlich sehen. Da ist er. Oh fuck, ich bin gleich tot. Ich muss mich verstecken, ganz schnell. Nach Hause. Nach Hause? Nein, Taniro plaudert alles aus. Aus unter dem Felsen. Da kommt bestimmt keiner drauf. Nein, ich hab verfehlt. Land irgendwo anders, wo ich dich auch sehe. Ich bin ja wortwörtlich ganz oben. Boah. Alter, ich habe schon wieder verfehlt. Hey, und ich habe keine Heilsalbe dabei. Boah. Nein. Und ich bin mir sicher, der nächste Stein, der jetzt kommt. Jetzt kommt, der tötet mich. Und ich weiß, dass der nächste Stein kommen wird. Der ist so nah dran gewesen, ich konnte mal mit der Lanze hauen. Irgendwie hat er mich dabei getroffen. Während er den Stein hochgehoben hat, ey. Wie ist es möglich? Weiß ich nicht. So, oh, komm her. Frisst das. Nein. Zu wenig Schwung. So. Kopfbrühe. Eine etwas unheimliche, aber durchaus nahrhafte Mahlzeit. So. Kannst du mal aufhören, immer so tief unten zu landen? Ah. Dann sagt der Screecher so, nein! Komm her hoch. Ich glaube, der geht auf dich.
Nee, ja. Den Stein fallen gelassen, so. Irgendwo da. Ich nehme an, du bist ja, da drunter. Soll er versuchen, der kriegt mich hier sowieso nicht. Boah, der leidet die ganze Zeit weit weg. Ich krieg den nicht. Warum kriegst du den nicht? Weil er so weit weg ist. Hab ich doch gerade gesagt. Vor allem mein Bogen ist auch gleich kaputt. Rezept Silber-Smoothie. Ich habe ein Rezept für einen Silber-Smoothie bekommen. Ein Silber-Smoothie? Haben wir den schon? Nee, ne? Nee. Wo bist du, du Stück? Da! Ja, da habe ich den gehört. Der war wieder direkt über mir. Ich bin hier gefangen. Danke, Daniro. Komm und rette mich. Was ist das? Getroffen. Ah, mich auch. Okay, ich habe auch nur noch die Hälfte AP. Ja, ich habe mich jetzt auch mal wieder aus dem Versteck rausgetraut. Ja. Was soll machen, wenn der auf mich losgeht? Ich komme jetzt auch hoch. Oh, ich habe ihn gesehen. So. Wo ist das Stück? Das ist da runter gegangen. Da oben. Hey. So. Hast du noch AP? Nein, ich habe fast gar nichts mehr. Ja, ich suche Schutz unter dieser Palme. Da würde mich niemals entdecken. Ob das reicht? Naja, es hat zumindest gereicht, um mich zu verfehlen. Wow. Da ist er! So, hol ihn dir! Ja. Töte ihn, bevor es Eier legt! Ich hab ihn einmal getroffen. Oh, wo ist er? Ich hab ihn gehört. Da ist er! Zu weit weg. Nein, der war daneben. So. Pass auf, der kommt auf dich. Ich hab ihn getroffen. Ah, verdammt. Ich nicht. Ah. Wow. Auf den Köln, kümmere dich mal um den. Whee! Da kommen wir ein Stück. Ich bin schon wieder auf viel. Diese Krise, ne? Meine Güte, Mann. Ich kann gleich nichts mehr tun. Oh, er ist Let's tot. Go! Meine Güte, ey. Bauen dem. Wir bauen Knarren. Ja. Ich habe ihn. Gott. Jetzt können wir auch in der Ruhe die Insel erkunden. Oh mein Gott, oh, Hilfe, das war jetzt knapp. Die Insel ist schon fast erkundet. Unter Wasser müsste ich mal jetzt hier. Ja, da sind noch ein paar Bäume da hinten. Ja, genau. Bäume. Bäume, 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 Bäume. Ah, ist so gut mit verbessertem Inventar. Es ist wirklich wesentlich besser. Muss nicht jede 2 Minuten über zurück zum Dings gehen, ja. Nach wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Ist wahrscheinlich genau auf die Bäume, die ich gerade gesehen habe. Ja, ich habe es zuerst gesehen. Ja, genau den. Wie kein Platz mehr? Was willst du von mir? Wie kein Platz mehr? Mehr. Da muss ich jetzt erstmal aus Frust eine Wassermelone essen. Ich nehme das. Ey! Ey! Na warte. So. Hier schneide ich jetzt die Beine ab. Leider sowieso in die gleiche Kiste. Es geht hier ums Prinzip.
ich habe hier ein Prinzip zu verfolgen. So. Okay, wir haben auf jeden Fall hier. Na, Titan, jetzt fortgeschrittene Vogelscheuche. Ja. Oh, das ist eine Kiste unter Wasser. Boah. So, Rezept. Mangolana. Mangolana. Nämlich irgendwie an Herkulade. Oder Herkules. Warte, wo? So. Aua, warte, wo ist unser Fluss? Pufferfisch neben mir explodiert anscheinend. Oh Gott. God fucking damn it. Okay, solange ich nicht noch vom Hai angegriffen werde, müsste ich dann eigentlich überleben. Sonst musst du mich retten kommen. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo das Floß ist. Oh mein Gott, ich habe das Floß verloren. Oh nein. Gott. Ich bin beinahe gestorben. Ach, da ist es ja. Ich hab's gefunden. Ui. Daniro, wo bist du? Ich kann ihn nicht hören. Es ist so dunkel hier. Ja, aber ich bin gerade voll. Sehe ich auch gerade. Gut, wir haben sowieso jetzt gleich eine Stunde erreicht. Schon mehr als eine Stunde. Ist schon wieder so weit? Damn. Oh, ja. Da. Halt auch schon nach mir, ich bin fast tot. Wo bist du? Sehe ich nicht. Vorderseite. Los. Ich sehe dich. Ah! Okay. Ich könnte dir Heilsalbe machen. Ja, brauche ich doch nicht. Jetzt bin ich doch am Floß. So. Jetzt ein bisschen Sicherheit. So, Silber-Smoochie, Banane. Banane? Ne, dann haben wir doch alles noch gar nicht. Wo finden wir die ganzen Sachen denn? Ich weiß es doch nicht. Und warum ist das Wasser schon wieder so? Nee, und wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und was ist bitte mit Carsten los? Oh, Mangolana haben wir schon, ne? Das Rezept. Mangolada? Mangolana. Was brauchen wir denn da für eine Mangolada? Rote Melone. Mangolana, da brauchen wir auch zwei Bananen, Milch und Mango. Milch. Haben wir schon. Milch haben wir. Aber keine Bananen. Da müssen wir mal hier so neue Dinger hier finden. Ja. Aber irgendwo Mango. Ich mampf jetzt ein paar Mangos. Um meinen Durst zu stillen. Na gut. Weil das macht Sinn. Oh, ich hab sogar Mangosamen. Willst du Mangosamen? Ich geb dir Mangosamen. Ja. Ich brauche keine Mangos. Kannst du einpflanzen. Geil. Ja, pflanze ich auch ein. Nein, als ob ich dir einfach so Mangosamen gebe. Ich gebe dir keine Mangosamen. Sind alles meine Mangosamen. Alles meine. Na, und die Bäume sind ja auch schon wieder fertig. Cool. Mein Gott. Cool, kümmere dich mal eben um die Tiere, während ich hier gleich neue Bäume pflanze. Ich möchte erst mal mein Inventar hier aussortieren, ne? Schon wieder allen möglichen Müll, ja? Müll, in dem Müll, 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 Müll. So. Boah, ich hab sogar vier Mangosamen. Geiler Scheiß. So. Dann müssen wir mal wieder. Oh, cool. Und es regnet ja sogar noch. Immer nicht genug Schrott. Ja, einen schönen Tag wünsche ich, mein Herr. Sie sind der größte Künstler, der je gelebt hat. So. Wir müssen wieder weiter zur nächsten Insel. Nehme ich an. Erstmal muss ich hier das ganze Zeug hier loswerden. Erstmal Planken. Müssen wir echt wieder warten, bis wir irgendwie was Neues, was Cooles finden. Ja. Na gut. Ja gut, dann sollten wir vielleicht Part mal langsam wenden. Ja, ich muss mir auch tatsächlich einen neuen Bogen machen, tatsächlich. Ich einen neuen Speer. Ja, ich bin so. Da brauche ich Planken, boah. Ja gut. Dann lagere ich hier noch meine Sachen ein. Und dann. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Raft.
Mal gucken, was da noch passiert. Ne, cool. Ja, cool, ganz cool. Das wird super, wird das. Super! Also bis dann und ciao. Ciao, ciao.